Einen wunderschönen guten Morgen. So, jetzt gerade noch so, bevor es Vormittag ist. Ja, schauen wir wieder. Heute ist Dienstag, ne? Gestern haben wir uns ja live gesehen auf Twitch und haben so ein bisschen, ja, über meine Theorie gesprochen, warum die Preise sinken, vor allem auf der Qualitätsstufe Gold und immer weiter sinken, sinken, sinken und wir auf keinen grünen Zweig mehr kommen, zumindest auf Qualitätsstufe Gold. Also ich meine mit Qualitätsstufe Gold hier diese Items, die es in verschiedenen Qualitätsstufen gibt und gerade hier auf dieser goldenen Qualitätsstufe, also der besten, sinken die Preise immer und immer weiter. Ja, seit ungefähr 3 Wochen, glaube ich, ist das jetzt der Fall. Und es ist natürlich eine volle Katastrophe, wenn wir hier schön eingekauft haben, so wie ich. Ja, wie ihr seht, Flask eingekauft, alle 4 in einer ordentlichen Menge und dann sinken die Preise. Ja, ich habe hier Aggressionsflask für 4K eingekauft und das war schon ein guter Preis. Ne? Ich kaufe natürlich nicht überteuerte Sachen, sondern als Auktionshaustrader an und Verkauf im Auktionshaus gucke ich natürlich, dass ich günstig einkaufe. Und das war günstig vor, ja, ungefähr 3 Wochen ungefähr war es her. Schauen wir mal. Das letzte gekauft vor 10 Tagen. Ja, und da vor 10 Tagen habe ich dann aufgehört einzukaufen, weil ich einfach gesehen habe, die Sachen sinken immer weiter. Und normalerweise drücken wir halt unsere Einkaufspreise immer weiter runter. Wenn die Preise fallen, kaufen wir immer weiter nach, damit wir halt auf dem gleichen Level bleiben und auch wieder verkaufen können, wenn die Preise zu Raid-Tagen, also Mittwoch, Donnerstag, raufgehen. Aber sie gingen halt nicht mehr rauf. Das war ja das Problem. Und dazu habe ich ja eine Theorie aufgestellt. Die seht ihr in einem meiner letzten Videos. Könnt ihr euch diese Theorie anschauen, anhören, ja. Das Video heißt irgendwas mit meine Theorie, warum die Preise fallen oder irgendwie so ähnlich. Also guckt euch das gerne nochmal an, wenn euch das interessiert. Und das Phänomen haben wir halt hier hauptsächlich auf der Qualitätsstufe Gold mit den Items, vor allem hier Flask, Pot, Tränke. Ja, bei den Items, wo es keine Qualitätsstufen gibt, nämlich hier das Buff-Food zum Beispiel und auch diese Verstärkungsrune, da haben wir nämlich dieses Phänomen nicht. Ja, und auf den anderen Qualitätsstufen ist das weniger stark ausgeprägt, dieser Preisverfall. Auf der Qualitätsstufe Silber haben wir zum Beispiel diesen Preisverfall nicht bei den Flasks. Im Gegenteil gingen da die Preise nach oben vor 3 Wochen und sind oben geblieben. So langsam fallen sie ein ganz klein wenig, aber sie halten sich immer noch ziemlich stabil. Auf der Qualitätsstufe Bronze, und das betrifft übrigens nicht nur diese Raid-Buff-Geschichten wie Flask und so, sondern auch Handwerkswaren, ja, Handwerksmaterial wie Bismut, Eisen, Klauen, Erz und so. Auf der bronzenen Qualitätsstufe, da war auch dieser Preisverfall viel geringer ausgeprägt und bei manchen Items gar nicht vorhanden, wie zum Beispiel hier bei dieser Vantusrune. Auf der Qualitätsstufe Gold haben wir hier den Preisverfall. Ich habe hier für 4,6K eingekauft, was schon echt auch ein guter Preis war vor 3 Wochen. Und ich verkaufen konnte für 6,5K circa. Dann begann der Preisverfall. Es ist immer weiter gesunken. Von gestern auf heute sehe ich übrigens hier einen ganz leichten Anstieg bei den Gold-Items. Ja, ganz minimal. Und auf Qualitätsstufe Bronze hatten wir überhaupt keinen Preisverfall bei dieser Rune hier zum Beispiel. Ja, also das ist schon, fällt schon ins Auge. Und wenn ihr genaueres wissen wollt über meine Theorie, warum das alles so ist, warum wir diesen Preisverfall haben, gerade bei den Gold-Items und was wir da jetzt machen können als Trader, wenn wir da schön eingekauft haben und jetzt auf unseren Items sitzen, was ist die beste Strategie meiner Meinung nach, ja, die ich auch so verfolge. Und ich habe, wie gesagt, ein bisschen Erfahrung. Ich mache das jetzt hier seit über 10 Jahren mit dem Auktionshaus-Trading. Und habe auch in Dragonflight da ganz fleißig Gold gefarmt von 350k Startkapital auf 1,6 Millionen. Ja, also ich habe schon hier Ahnung auf jeden Fall und Erfahrung, weil ich habe das schon mit mehreren Erweiterungen so mitgemacht, wobei ich einfach sehe, dass sich hier ein bisschen was verändert hat im Laufe der Jahre. Und auch dazu habe ich eine Theorie, warum hat sich da was verändert und was hat sich verändert.
Und was machen wir da jetzt? Wir wollen ja Gold farmen. Wir wollen ja günstig rauskaufen und teurer wieder verkaufen. Das ist ja das, was wir hier machen. Also ich jedenfalls, ja, als strikter Auktionshaus, Trader mit An- und Verkauf. Das ist, was ich mache und was ja ihr vielleicht auch machen wollt, wenn ihr euch meine Videos anschaut. Also schaut einfach die letzten Videos hier an auf meinem Kanal. Die letzten 3, 4, 5 Videos. Ja, es beginnt hier mit dem Preisverfall und dann meine Theorie dazu und dann meine Strategie dazu. Guckt euch die einfach nochmal an, wenn euch das interessiert, wenn ihr wissen wollt, was kann man jetzt machen, um trotzdem noch Gold zu farmen. Okay, und wir fangen jetzt hier an. Also ich habe schon hier ein paar interessante Sachen heute entdeckt, ja. Wir gucken jetzt erst einmal im Briefkasten rein. Also hier, ja, ein bisschen was abgelaufen, ne? Insgesamt haben wir heute hier 2,9K. Also das ist halt, wie gesagt, sehr, sehr wenig. Dafür, dass das hier mein Haupttrader ist. Ja, auf dem eigentlich mein Fokus liegt und die anderen vier Charts, mit denen ich das mache, die anderen drei Charts, mit denen ich dieses Auktionshaus-Trading hier mache, eigentlich nur Nebengeplänkel sind. Aber jetzt ist einer von den anderen Charts eigentlich zum Haupttrader geworden. Ich nenne den hier trotzdem weiter Haupttrader, ja, weil mit dem habe ich angefangen, mit diesem Char, und die anderen sind erst nach und nach dazugekommen. Also das ist schon verdammt wenig. Ja, ich meine, gut, gestern war jetzt auch Montag, ja, da geht eh nicht so viel, da kann man eher einkaufen, aber auch hier auf dieser Qualitätsstufe eher wenig. Heute ist Dienstag, das ist auch nochmal zumindest am Morgen Vormittag ein Einkaufstag. Gegen Abend kann es sein, die Preise steigen schon wieder an. Am Mittwochmorgen ist ID Reset, da geht es wieder los, da steigen im Normalfall die Preise, was wir hier auf Qualitätsstufe Gold in letzter Zeit halt nicht hatten, ja, was eben das Phänomen war. Ja, es ist aber davon auszugehen, dass es möglich ist, dass heute Abend die Preise schon ansteigen. Das heißt, wenn man jetzt was günstig ergattern kann, heute früh, heute Vormittag, dann sollte man es machen. Aber wie gesagt, ich sage im Moment mit Vorsicht bitte einkaufen, nicht zu viel, vor allem nicht auf dieser Qualitätsstufe hier, ja. Genaueres werde ich euch noch erläutern dazu, wenn wir uns die einzelnen Charts und Items der Charts anschauen. Also wir machen das Ganze jetzt hier mit vier Charts, ja. Alle vier Charts haben verschiedene Items, entweder verschiedene Qualitätsstufen oder halt was ganz anderes. So, und das jetzt hier, was ich verkauft habe gestern, diese kristallisierte Verstärkungsrune, ja, das ist eben auch das Phänomen, dass der Preis für diese Rune steigt. Das sinkt nicht, der Preis steigt immer weiter an. Ich habe gestern hier eine einzige gekauft, mehr Gold hatte ich nicht mehr da, für 1,5K, und am Abend konnte ich die schon für, ja, mit Provision ist schon weg, für 2090 Gold wieder verkaufen. Ja, Provision geht hier immer ab, das müsst ihr mit einrechnen, und habe jetzt hier raus 1987. Das bedeutet, ich habe 487 Gewinn mit dieser einen Rune. Da waren noch ein paar mehr drin, also ich hätte noch mehr rausholen können, hätte aber kein Cash mehr da. Ja. Also das ging gestern gut. Das haben wir gestern ja im Livestream gemacht, wo ich noch überlegt habe, soll ich es kaufen, soll ich es nicht kaufen? Ja, doch, es war eine gute Idee, weil 1,5K waren günstig und die Rune, die steigt weiter im Preis. Ja. Also da haben wir keinen Preisabfall. Bitte beachten, kristallisierte Verstärkungsrune hat keinen Preisabfall. So, das notiere ich mir gleich, dass ich euch das auf jeden Fall nochmal betone, dass ihr euch auf diese Rune fokussiert. So, dann halt Side-Items, Automatikhammer, ja, und der kerngeschmiedete Reparaturhammer ist auch wieder hochgegangen, und da zeige ich euch gleich noch was ganz Tolles. Spektraler Grog, auch ein Side-Item, läuft auch super gut in letzter Zeit. Also ein bisschen was zumindest kam trotzdem rum, ja, obwohl es ganz so schlecht ausschaut hier, zumindest mit diesem Char und dessen Items. Jetzt schauen wir uns das Ganze genauer an. So, Deal Finder braucht man im Moment nicht so großartig beachten, weil alles billig ist, bis auf ein paar Ausnahmen, ja. Was mir heute spontan, heute früh schon ins Auge gefallen ist, ich habe schon um 8 mal reingeguckt und es ist Gott sei Dank jetzt immer noch so teilweise. Und zwar dieser kerngeschmiedete Reparaturhammer ist auf 140 Gold. Das ist echt der Oberhammer, und da bin ich ja wahnsinnig froh, dass ich da so kräftig eingekauft habe. Ich habe fast 500 Stück.
Ja, ich habe vorhin auch schon eingestellt, ob die sich, ja, da war es sogar noch krasser, ja, das war heute früh um 8, ob das sich so hält, ja, ob es das sich verkauft, I don't know, ich weiß es nicht, ja. Schon möglich, zu diesen üblen, krassen Preisen wird das Ding gar nicht eingekauft, ist aber wurscht, stellen wir einfach ein, mal zwei Stück, ja, haben wir ja wenig Einstellgebühr, und für wie viel habe ich dieses Item eingekauft, nicht kriegsgeschmiedet, kerngeschmiedet. Reparaturhammer für 5 Gold, okay? Also da habe ich wirklich kräftig zugelangt, als das so günstig war und habe mir einen schönen Vorrat rangeschafft. Das Ding ist auch immer mal wieder günstig drin. Ja, das teuerste hier habe ich mal für 9 Gold gekauft. Also das lohnt sich wirklich. Kerngeschmiedeter Reparaturhammer, den markiere ich mir auch gleich mal hier. Den kerngeschmiedeten Reparaturhammer, die kristallisierte Verstärkungsrune sind im Fokus. Also hier. Bitte einstellen, immer wieder nachlegen. Ja, der Preis wird schon sinken, ist schon logisch, aber selbst wenn es auf, sagen wir mal, 20 Gold absinkt, bin ich ja immer noch gut dabei, ne, mit 5 Gold Einkaufspreis. Also das passt schon. Und was heute auch noch schön ist, ist natürlich der spektrale Grog auf 270. Den habe ich für 150 ungefähr eingekauft. Also der ist natürlich auch mega und der geht eh immer, also haut hier raus. Ja, dann vorhin, der Automatikhammer war vorhin auch noch auf 220 Gold, heute früh um 8. Jetzt ist etliches hier nachgeploppt und die Preise wurden natürlich wieder gesenkt von so Spezialisten, ja, aus welchen Gründen auch immer, das bringt halt gar nichts. Ist billiger einzustellen, das sage ich immer wieder, also gibt es einfach weiter so, ja, so viele, es müssen einfach viele Leute wissen, dass es nichts bringt, hier so einen krassen Preissprung reinzuknallen. Hier von 2,20 auf 185, was soll das bringen? Wer es braucht, der kauft es auch für 2,20. Ich habe direkt schon ein paar verkauft heute früh, ja. Also lasst sowas sein, macht hier keine so Preissenkungen. Jetzt höre ich wieder auf einzustellen. Warum? Weil ich habe nur noch 17 Stück. Die hebe ich mir jetzt auf, bis die wieder auf 200 drauf gehen. Der Automatikhammer, das ist auch eins der Items, das immer weiter steigt und nicht vom Preisverfall betroffen ist. Ja. Also auch hier Automatikhammer im Auge behalten. Damit könnt ihr Gold machen im Moment. So, das sind die Sachen, die mir so auf den ersten Blick aufgefallen sind. Naja, ansonsten haben wir bei den meisten Sachen halt immer noch billig, billig, billig. Ja, kristallisierte Verstärkungsrune ist weiterhin oben auf fast 1,9K. Das ist natürlich auch ein krasser Preis. Ja, gestern Abend habe ich gesehen, war die auch, habe ich ja selber verkauft für über 2000, ja. Hier, wenn ihr seht, dass die wieder für 1,5 drin ist, kauft sie raus. Morgen ist Mittwoch, morgen wird sie gebraucht und es gibt hier keine Alternative, es gibt hier keine Qualitätsstufen oder so, man muss diese Rune hier kaufen, ja, also besorgt euch ein paar, ich würde es jetzt nicht übertreiben, ja, also ich meine, das ist euch überlassen, gut, bei diesem Item kann ich auch wirklich sagen, der Preis wird sich halten jetzt, ja, das ist nicht so wie bei den Flasks, wo die Preise dauernd sinken, das bleibt einfach so, also hier kauft euch Verstärkungsrunen, ich bin aber wirklich, also ihr solltet wirklich euch breit aufstellen. Es bringt nichts, wenn ihr jetzt irgendwie, ja, sagen wir mal 50k zur Verfügung habt und kauft für 50k diese Runen und dann geht es hier nicht drauf und dann habt ihr keinen Cash mehr. Ja, dann ist euer Gold gefreest, weil ihr warten müsst, bis es wieder drauf geht. Weil es kann halt immer irgendwie passieren, es geht halt nicht drauf. Ja, das ist halt so. Es ist nicht so 100% vorhersehbar. Man kann nur Prognosen aufstellen, die dann so einer hohen Wahrscheinlichkeit eintreffen, aber es gibt halt immer irgendwie Ausnahmen und Faktoren, die das Ganze wieder irgendwie beeinflussen. Stellt euch breit auf, holt euch Verstärkungsrunen und auch andere Items, ja, die ich euch halt jetzt sage, Automatikhammer ist immer gut, spektraler Grog ist immer gut. Automatikhammer kann man halt in letzter Zeit leider nichts einkaufen, weil es permanent oben ist. Spektraler Grog haben wir dasselbe, also ihr könnt nichts einkaufen gerade. Aber wenn ihr ein Schnäppchen mal seht, es sind immer mal Schnäppchen drin, dann schlagt halt einfach zu. Ja, wenn ihr wissen wollt, was für ein Preis ist hier gut, kann ich euch sagen. Also ich weiß alle Preise, ja. Wenn ihr was wissen wollt, was ist ein guter Preis für dessen das Item, fragt einfach. Schreibt unter das Video drunter in die Kommentare. Aber halt nur die Items, die ihr bei mir seht, bitte, ja, keine anderen, weil die weiß ich natürlich nicht. Also nur diese Items, die ihr bei mir seht, bei dem Char und bei den drei anderen, die wir uns gerade noch, gleich noch anschauen werden. Dann fragt einfach, was ist ein guter Preis?
hier für Spezialen Grog zum Einkaufen, ja, das sind um die 150 Gold. Für Automatik haben wir einen guten Preis, ja, regulär 70, 80 Gold. Im Moment kannst du natürlich auch ein bisschen teurer einkaufen. Du siehst ja, bei welchen Preisen er ist. Dann rechnest du selber aus, für wie viel solltest du ihn einkaufen. Da gehst du hier einfach mal auf die Preisentwicklung, gehst auf das Item, schaust, wie ist der Preis so in der letzten Zeit. Und dann siehst du ja, zu welchen Preisen verkauft es sich und zu welchen Preisen ist es möglich einzukaufen. Also du könntest hier für 140 Gold einkaufen, ja. Dann musst du halt ein bisschen warten, dann kannst du halt jetzt nicht gleich schon wieder für 160 verkaufen, weil dann machst du halt keinen Gewinn oder nicht gescheit. Also das musst du dir halt anschauen, aber wenn du wissen willst, was sind gute Einkaufspreise und was sind gute Verkaufspreise für jedes beliebige Item, was du hier siehst, ich weiß die Preise alle, ich habe meine Listen, ich habe meine Analysen und Beobachtungen über Wochen, ich kann dir die Preise sagen, dann frag einfach nach in den Kommentaren. Ja, der Rest ist alles wischiwaschi, ja. Gibt es nichts Gescheites hier? Ja, kann man nichts sagen hier. Der Rest ist alles Müll einfach, alles billig von den Items, die halt Qualitätsstufen haben. Die Barfoods, die sind gerade auch nicht so der Oberhammer. Hier könnte man was einkaufen. Göttlicher Tag habe ich schon für 1,7 verkauft. Wobei ich sagen muss, dass die Gruppen-Barfoods in letzter Zeit auch nicht so der Hit sind. Die gehen immer so schön rauf. Aber hier kann man ja auch nachgucken, ja. Festmahl der Mitternachtsmaskerade Preisentwicklung. Da seht ihr es ja, welche Preise sind zu erwarten. Ja, oder halt das andere hier. Also hier seht ihr, da waren wir mal oben auf 1,7, aber es ist halt schon eine Weile her. Und in der letzten ID ist das Ding halt nicht so schön nach oben gegangen. Ja, auf 1200 waren wir hier. Am Sonntag waren wir auf 1300 mal. Ja, also hier, da seht ihr halt, ne, mit welchen Einnahmen könnt ihr rechnen. Aber ihr braucht hier diese Preisentwicklung, das heißt, ihr braucht das Addon dazu. Das ist hier Auktionator, ja, das steht hier oben, dieses Addon macht diese Preisentwicklung und ihr braucht ein Item, also ein Stück wenigstens von dem Item, weil ihr könnt es nur in dieser Verkaufsansicht anschauen. Wenn ich das Item nicht habe, kann ich das auch nicht nachgucken, okay? Da könnt ihr nachschauen. Was ist noch interessant im Moment? Also ich sag mal, das ganze Gelumpe hier, das ist alles Mist gerade, außer das, was ich euch gesagt habe. Die Vantus-Rune ist Müll gerade. Gruppenbarfoot sind ziemlich Müll. Alle Pots sind Müll, ja. Auch die Heil- und Mana-Pots sind Müll. Flasks sind Müll. Das ist alles Müll. Die Gruppenbarfoots sind auch nicht toll, die sinken auch, aber hier, kristallisierte Verstärkungsrune läuft, Side-Items laufen, spektraler Grog, Automatikhammer. Ja, dann noch hier das normale Barfoot, ja, das Single Barfoot, das läuft mega, das hat einen Oberknallerpreis, 47 Gold, das steigt auch immer, immer weiter an. Ich konnte hier auch schon lange nichts mehr nachkaufen. Ich hatte hier schon ein paar viele, ja. Für 5 Gold damals noch eingekauft, ganz am Anfang. Da hätte ich mal alles aufkaufen müssen. Also das steigt hier weiter an. Dann haben wir hier den Reparaturhammer, der ist auch immer gut dabei. Wenn wir nochmal einen reinstellen, ist schon wieder die Preise gesunken. Ist so unnötig einfach. Echt, lasst halt einfach diese Preise stehen. Ja, und ihr müsst hier immer wieder einstellen, immer wieder was nachlegen, ja. Weil die anderen Leute stellen ja auch ein, versteht ihr? Man kann immer nur das Oberste rauskaufen. Ja, hier schauen, dass ein Schnäppchen reinkommt, kaufen hier auch, warten, bis es wieder abfällt, auf 10 Gold kaufen. Ja, hier vielleicht selber herstellen, wenn ihr könnt, das ist ein Megapreis. So, und dann, das war es auch schon, sonst brauchen wir hier nichts machen. Ansonsten haben wir hier noch das Dunkelmondfeuerwasser, das ist auch ein Side-Item. Das ist diese Woche günstig, weil diese Woche Dunkelmond-Jahrmarkt ist. Also die Leute hingehen und dieses Ding halt besorgen und ins Auktionshaus einstellen. Dunkelmond-Feuerwasser ist ein Mega-Item. Ich habe mir schon knapp 50 Stück besorgt in den letzten Tagen. Seit Sonntag ist Dunkelmond-Jahrmarkt. Ja, ich kaufe einen für unter 400. Also es war gestern auf 300 irgendwas. Ja, ihr seht hier in dem Kasten, für wie viel ich eingekauft habe. Habe auch schon ein paar teurere gekauft. Und ihr seht auch, für wie viel ich verkauft habe. Für im Schnitt 800 irgendwas. Preisentwicklung, ja, das geht hoch, wenn der Dunkelmond-Jahrmarkt wieder aus ist. Also konzentriert euch hier auf diese
Items, okay? Side-Items. Automatikkammer, Dunkelmond, Feuerwasser, spektraler Grog. Und dann die Items, wo es keine Qualitätsstufen gibt, also Single Buff Food, Reparaturhammer noch dazu und die Verstärkungsrune. Gut, das war's hier auf dieser, mit diesem Char. Mehr kann ich jetzt hier nicht machen. Ja, ich werde jetzt nichts rauskaufen, weil wir davon ausgehen müssen, dass die Preise nicht steigen werden am Mittwoch. Irgendwann wird das wieder normal werden. Ja, das wird sich stabilisieren auf einem Preis und dann haben wir keine so krasse, dann werden die Preise nicht weiter sinken und sie werden auch am Mittwoch wieder raufgehen. Bis dahin müssen wir durchhalten. Das ist meine Strategie. Nicht hier jetzt die Items rausballern in Panik. Oh Gott, das wird noch billiger, da mache ich noch mehr Verlust. Nein, behalte sie einfach. Behalte sie, halt es einfach aus, ja. Bleib ruhig, bleib gechillt. Es wird dir nichts Schlimmes passieren. Du musst einfach nur abwarten. Irgendwann wird es sich stabilisieren. Wenn du jetzt aus Panik, Hals über Kopf verkaufst, weil du Angst hast, es sinkt noch weiter und deine Verluste werden noch größer, dann machst du dein ganzes Gold 100% kaputt. Wenn du jetzt einfach mal abwartest, dann kannst du, wenn du wieder auf den grünen Zweig kommst, nachkaufen günstig, deine eigenen Preise runterdrücken und irgendwann wieder mit einsteigen. Also bitte bleib gechillt, ja. ja, das war's mit diesem Char. Also nicht viel los, ja, diese Side-Items halt. Einmal gucken wir nochmal schnell. Einmal nochmal alles nachstellen, bevor ich auslogge, stelle ich immer nochmal halt das Net spektraler Grog. Schaue ich immer noch mal nach, ob meine Sachen noch oben sind, stelle immer mal noch einen Schwung ein, ja, damit halt was da ist zum Rauskaufen, während ich ausgeloggt bin. Was war es denn jetzt noch? Spektraler Grog, Reparaturhammer, ja, Automatikhammer habe ich gesagt, jetzt nimmer, erst wieder ab 200, weil ich nicht mehr viel habe. Ja, das war's, ja, also da stelle ich alles nochmal ein und dann logge ich aus und gehe auf den nächsten Chart. Der nächste Chart ist mein Todesritter, der die Handwerkswaren hat auf Qualitätsstufe Gold, also Bismut, Eisen, Klauen, Erz und das Zeug Mykoprakt. Noch weiteres Buff-Food für andere Klassen, ja, den Honigbraten, den Eintopf, Fremdlingsproviant und das Zeug. Und ja, Null Lotus und so und auch die Verträge auf der Qualitätsstufe Gold. Also der hat alles auf Gold und hat noch ein bisschen andere Handwerkswaren, die keine Qualitätsstufen haben, wie der Nullstein zum Beispiel. Und noch anderes Buff-Food. Ja, hier lief es richtig schlecht. Also das war das schlechteste Char in der letzten Zeit, weil die Handwerkswaren sind alle extrem in den Keller gerauscht und man konnte gar nichts machen und die Verträge, die waren zwar gut, aber sind halt sehr teuer auf Qualitätsstufe Gold. Also gut, hier habe ich ein klein wenig Buff-Food verkaufen können und ein bisschen Null-Lotus, da hatte ich noch 3 Stück übrig. Ja, der Null-Lotus war richtig schön teuer gestern, der ist jetzt wieder nach oben gegangen. Leider habe ich jetzt keinen mehr. Und ein bisschen Buff-Food noch, wo der Preis so einigermaßen war, wo ich gesagt habe, ja, okay, dann... habe ich nicht verkauft, habe ich eingekauft. Ja, ich habe auch ein bisschen Buff-Food eingestellt. Hier, aber das ist abgelaufen und gut. Also hier auch die Einnahmen echt mau. Der Todesritter ist am schlechtesten dran in letzter Zeit. Ja, weil der halt einfach Handwerkswaren hat und die alle gesunken sind. Und die Verträge auf Qualitätsstufe Gold und ich aber nichts kaufen konnte an Verträgen, weil die so extrem teuer waren einfach, ja, sind. Ja, eigentlich ist ja so, also morgen ist Mittwoch, morgen müssen die Verträge im Preis wieder ansteigen und zwar auf allen 3 Qualitätsstufen. Gestern und heute wäre eigentlich Einkaufstag für die Verträge gewesen, allerdings sind die diesmal schon am Sonntag hochgegangen, die Verträge. Die sind jetzt auch schon wieder ein bisschen gesunken, aber nicht so viel, dass ich sage, ich würde jetzt einkaufen. Ja, also diese Verträge... die laufen hiermit bei dem Char im Moment am besten, ja, aber das Problem ist halt, dass die extrem teuer in der Anschaffung sind und ich habe ja kein Cash, weil alles in diesen Handwerkswaren drin liegt, was gefreezed ist und ich nicht loswerde im Moment. Das ist das Problem, also kann ich keine Verträge einkaufen, ja. Konvent der Tiefen hatte ich letzte ID gekauft am Montag und am Dienstag 5,7k und habe es für 9,5k verkauft. Jetzt ist es einfach zu teuer. Also letzte Woche Dienstag waren wir bei 3,5
1,5K oder so, was man auch einkaufen konnte. Das ist nämlich am Dienstag nochmal gesunken. Ich hatte am Montag eingekauft. Ja, heute kann ich hier nichts einkaufen. Also hier schaut, hier seht ihr es ja Dienstag. Ja, nee, Quatsch. Am Wochenende war es niedrig. Da hätte ich einkaufen können, hat aber kein Cash. Also doof. Dumm gelaufen. Kannst nichts machen. Jetzt am Mittwoch gehen die ganzen Verträge erwartungsgemäß rauf. Das waren zumindest die letzte IDs so. Und auch hier bitte beachten, die Preise sinken bei den Verträgen auch immer weiter so, aber nicht mehr so schnell wie am Anfang. Am Anfang waren wir bei diesen Verträgen hier auf mehrere hunderttausend Gold pro Stück. Ja, dann ist natürlich immer weiter gesunken, ist ja auch ganz normal, weil immer mehr Leute das Ding herstellen können. Von ID zu ID haben wir die immer ein bisschen billiger. Das seht ihr ja hier am Donnerstag, ja, 8,2 und den nächsten Donnerstag 5,4. Ja. Und davor war man am Donnerstag bei 9,4. Seht ihr, also wir haben hier immer noch einen Preisverfall. Der geht aber jetzt langsamer, immer langsamer. Irgendwann bleibt es auch stehen. Und es ist aber trotzdem so, dass die Verträge alle am Mittwoch auch wieder um ein paar K raufgehen. Ja, nicht mehr so viel wie den Mittwoch davor, aber sie gehen ja trotzdem rauf. Deswegen müsst ihr günstig einkaufen, teurer wieder verkaufen. Ja, die Chance ist wahrscheinlich schon rum, weil diese ID waren die günstig am Wochenende, haben wir ja gerade gesehen. Ja, zeigen wir es nochmal schnell. Hier am Samstag waren die günstig. Da hätte man einkaufen müssen. Ja, also normalerweise müsste es eigentlich Montag, Dienstag der Fall sein, aber die gingen jetzt am Sonntag rauf und da sinken jetzt erstmal wieder ein wenig ab. Das dauert jetzt halt wieder. Ja, man kann es nicht sagen. Es ist halt, das ist alles nur eine Prognose, was der Wahrscheinlichkeit nach passieren wird. Aber es gibt halt immer wieder Ausreißer. Das ist halt einfach so. Okay, also da kann ich jetzt halt nichts machen. Ja, das ist zu teuer zum Einkaufen. Ich kann es mir auch kaum leisten. Da wäre alles weg, nur mit einem Vertrag. Und das Risiko gehe ich nicht ein, dass ich das ganze Gold, was ich noch habe, hier reinschmeiße und dann ist es gefreezed, weil der Preis nicht mehr so steigt am Mittwoch, weil der ist ja schon ziemlich weit oben. Ja, also ich weiß es nicht. Hier würde ich sagen, einfach heute im Laufe des Tages immer noch mal schauen, wie schaut es aus mit den Verträgen. Wenn sie sinken, dann würde ich mir ein paar holen, aber hier kannst halt nicht viel holen, weil sie extrem teuer eh schon sind. Ansonsten, was haben wir sonst noch so? Ja, dieser Eintopf, boah, das ist auch alles Müll. Der Eintopf hier, der ist recht günstig, ja, auf 197. Da habe ich vorhin auch schon ein paar eingekauft für 199. Der ist recht günstig, der steigt bisweilen an. Also Durchschnittsverkaufspreis bei mir 280 oder so. Ich würde es aber wirklich hier im Moment nicht viel einkaufen, ja. Die anderen Barfoods, der ist schon teuer hier, da habe ich nichts mehr. Das ist halt wie immer, ja. Wenn es teuer ist, dann bleibt es teuer und man kann nichts mehr nachkaufen. Hier glänzender Kristall steigt jetzt auch ganz langsam wieder ein bisschen den Preis an. Ich hoffe, der steigt noch weiter. Ja, der Rest ist alles Larifari hier. Nur Lotus ist ein bisschen teurer, auch wieder auf 270. Da könnte man verkaufen. Ich habe für 212 eingekauft. Ich habe leider jetzt auch nichts mehr, ja. Aber das ist ein guter Verkaufspreis. Dann haben wir den Nullstein, der ist ja so weit runtergesunken. Oh Gott, das ist so furchtbar. Da liegt bei mir auch ganz viel Gold im Freeze, weil ich habe den halt eingekauft für 4,5K und das war günstig. Ja, für 5,5, 5,8 habe ich ihn dann verkauft. Aber jetzt ist der halt auch leider immer weiter runtergesunken. 2,5 ist ja echt mega billig. Ja, also wenn ich jetzt keine hätte, dann würde ich natürlich mir ein paar holen für 2,5, aber ich habe ja noch 14 Stück. Es bringt jetzt also überhaupt nichts, danach zu kaufen. Da würde ich jetzt meine Einkaufspreise drücken, aber da ich nicht viel kaufen könnte, nur zwei Stück bei dem bisschen, was ich an Cash noch habe, wird es nicht viel bringen. Mit zwei Stück drücke ich hier nicht viel am Einkaufspreis. Ja, also ich schau mal, es ist schon sinnvoll, jede ID am Dienstag spätestens das ganze Gold auszugeben, weil es ja am Mittwoch normalerweise und Donnerstag wieder reinkommt, ja. Wenn ich keine Verträge hier mehr heute kaufen kann mit dem Char, weil die einfach immer noch zu teuer sind, dann würde ich vielleicht noch ein paar Nullsteine nehmen oder irgendwas anderes. Also das Gold wird auf jeden Fall rausgeballert, weil ja morgen Mittwoch ist und da die Einnahmen hoffentlich kommen, ja, und nicht wieder hier Preise abfallen, hoffen wir es mal.
Okay, also hier kann ich heute auch sehr wenig machen, wie ihr seht. Ja, man könnte bloß ein paar günstige Sachen rauskaufen. Wie ihr seht, ich habe ja von den meisten Items habe ich ja was. Hier, da ist jetzt gerade ein bisschen was Billiges drin, sehe ich gerade, aber das ist noch zu teuer. Ich würde schon schauen, dass ich von jedem Item so ein bisschen was habe, wo ich sehe, die Preise sind niedrig. Hier Sturmstaub ist jetzt zum Beispiel auch sehr günstig. Ich habe 18 Stück, das langt ja, aber hätte ich jetzt keine, würde ich halt mal 3 Stück nehmen. Also wirklich wenig, ja. Wenig. Weil wenn die Preise raufgehen, dass du einfach mitmachen kannst und ein bisschen Cash wieder reinkommt, wenn es dir genauso geht wie mir, dass du kaum mehr Cash hast, ja, weil alles im Freeze ist, weil du eingekauft hast und die Preise gesunken sind und du nichts verkaufen kannst, dann schau einfach, dass du von allen Items so ein bisschen was hast, aber übertreib es einfach nicht, ja, weil wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Also hier, wir wissen nicht, wann dieser Preisverfall ein Ende hat, ja, um es mal ganz klar zu sagen. Und bis dahin müssen wir einfach vorsichtig und strategisch klug einkaufen und uns immer Cash einfach behalten, dass wir da haben, was wir investieren können, weil wenn alles gefreezed ist, ist einfach Mist, dann geht halt gar nichts mehr. Gut, also das war's mit dem Char. Hier ist nicht viel zu machen für mich. Dann gehen wir auf den nächsten. Das ist mein Jäger mit den Items auf Qualitätsstufe Silber. Der hat jetzt wieder die ganzen Red Buff Sachen und auch die Handwerkswaren. Ja, die ist auf der Qualitätsstufe Silber gibt. Also alles in Silber, kein anderes Item dabei, wo es keine Qualitätsstufen gibt. Ja, auch hier war jetzt echt wenig los. Hier haben wir auch den Preisverfall, wobei der geringer ausfällt als auf Stufe Gold. Also geht tendenziell ein klein wenig mehr. Ja, aber auch hier haben wir halt die ganzen Handwerkswaren und alles hat hier Preisverfall, außer die Flasks, deswegen habe ich davon auch keine. Weil die sind hochgestiegen und nicht wieder runtergegangen im Preis. Jetzt sind sie ein bisschen schon runtergegangen, jetzt haben wir aber keine Preisanstiege mehr, also bringt es halt auch nichts, da was einzukaufen. Und die Verträge kann man hier auch verkaufen, ja. Die Vantusrune geht so, muss ich sagen, auf dieser Qualitätsstufe. Hier haben wir schon auch einen Preisverfall, der aber nicht ganz so krass ist wie auf Gold. Also hier haben wir das nicht so stark wie auf Qualitätsstufe Gold. Das heißt, hier geht schon immer mal ein bisschen was, aber auch nicht so mega toll viel, ja. Problem ist einfach, dass das meiste Cash gefreezed ist. Es ist alles ausgegeben, in Items investiert, die im Moment nicht verkauft werden können und da liegt jetzt das Gold drin. Und wenn ich dann kein Cash mehr habe, das sind meine ganzen Chars hier, ja, dann kann ich halt auch nichts mehr einkaufen. Das ist genau das Problem. So, also hier nehmen wir auch mal die abgelaufenen Sachen raus, abgelaufene Rezepte und Pets hauptsächlich. Das sind die Sachen in meinem Nebengeschäft, ja, wo auch immer ein bisschen Gold rumkommt. Und hier sehen wir jetzt, habe ich ein bisschen was gekauft. Fassbier war ganz günstig vorhin drin für 45, glaube ich. Oder war das das Fass? Nee, Moment. Fassbier. Doch, für 45, das ist echt günstig, da habe ich ein paar rausgekauft, weil da geht schon immer mal ein bisschen was, dass das ansteigt. Das Schlummerseelenserum, da habe ich auch ein bisschen was rausgekauft und ansonsten habe ich hier Verträge verkauft. Ja, auch hier geht es mit den Verträgen am besten. Also nehmen wir mal die gekauften Sachen raus und die verkauften und ihr seht halt, es kommt so wenig Gold rum im Moment. Ja, 5.300, jetzt habe ich nicht aufgeschrieben, wie viel hatte der jetzt drin? 1.600? Nee, 3.709. Ja, das sind halt alles kleine Beträge im Moment. Das meiste hat im Moment der Char mit den Items auf Stufe Bronze. Den schauen wir uns dann auch gleich noch an. Also hier geht einfach wenig, ja, weil wenig irgendwie zu verkaufen ist und das, was teuer drin ist, da kann man nichts einkaufen, weil die Preise permanent teuer sind. Also, ja, aber wie gesagt, haltet durch, das wird sich auch wieder ändern. Okay, Fassbier und Schlummerseelenserum sind immer noch günstig, sehe ich gerade. Da schaue ich jetzt mal nach meinem Durchschnittseinkaufspreis. Ja, Fassbier auf 45, Fassbier auf Silber. So, ja, genau, da habe ich einen Durchschnittseinkaufspreis von 47, Durchschnittsverkaufspreis von 76. Das geht also, ja, die Zahlen, die Anzahl hier bitte nicht beachten, weil das stimmt einfach nicht, da ist ein Bug drin. Fassbier 47.
Hier kann man auch ruhig ein paar haben, weil hier geht halt ein bisschen, dass ein bisschen Kohle reinkommt. Mehr kaufe ich jetzt aber auch nicht mehr ein, weil ich brauche Gold hier, um Verträge rauszukaufen. Ja, weil da werden die auch morgen ansteigen. Die Verträge sind übrigens alle angestiegen am Sonntag, außerplanmäßig. Ja, normal nur am Mittwoch. Aber diese ID am Mittwoch angestiegen, abgefallen, bis Samstag super günstig und am Sonntag plötzlich alle Verträge angestiegen. Und jetzt halt sinken die Preise schon wieder, aber halt sehr langsam. Ja, gestern ein bisschen gesunken, heute ein bisschen gesunken, aber die sinken nicht so schnell runter, dass ich heute wieder günstig einkaufen könnte, weil morgen steigen die ja wieder. Also das ist gerade echt ein bisschen doof, weil ich hatte mich jetzt echt auf die Verträge verlassen, muss ich sagen. Und jetzt geht da auch nichts, weil ich nichts kaufen kann. Es kann natürlich sein, vor allem hier die, wo habe ich ein wenig? Hier. Arati-Vertrag, ja, ich meine, der ist immer noch oben, da kann ich immer noch verkaufen, weil ich habe für 3,1K eingekauft, ja. Aber jetzt zum Beispiel Dornogal habe ich für 3,0 eingekauft, lohnt sich jetzt nicht so für 3,7 zu verkaufen. Da warte ich natürlich auf morgen, weil es wird ja trotzdem raufgehen. Und hier bräuchte ich eigentlich auch was. Ich habe 6 Stück, das ist nicht so arg viel, da gehen schon noch ein paar mehr. Ich habe aber eingekauft für 1000, ja, da kann ich jetzt nicht für 2,1 einkaufen. Im Gegenteil, habe ich ein bisschen was verkauft, wobei ich mir da auch eher ein bisschen was aufheben würde. Und am blödesten ist es hier, Konvent der Tiefen habe ich für 1,1K eingekauft. Gut, da habe ich jetzt aber noch 14, ja, da warte ich jetzt einfach ab, weil der Preis geht hoffentlich jetzt am Mittwoch trotzdem rauf, auch wenn er schon am Sonntag mal hochgegangen ist. Ich hoffe es, ja, ich hoffe es. Ich meine, hier ist halt so, die Verträge sind ja für Weltquests. Die braucht man ja nicht zum Raiden. Ja, deswegen kann es schon sein, so am Sonntag machen halt die Leute irgendwie so Larifari ein bisschen was in WoW und kein Raid, dass sie halt dann ihre Weltquests und das Rumgedöns machen und dann die Verträge am Sonntag jetzt kaufen, ja. Schon möglich, ja. Ach, da könnte man philosophieren und Theorien aufstellen ohne Ende. Es ändert aber nichts am Tatbestand, an der Tatsache, ja. Das ändert nichts. Ja, hier kann man halt auch echt wenig machen. Also Fassbier und Schlummerseelenserum sind, wie gesagt, im Angebot. Da könnt ihr ein bisschen was euch kaufen. Ich habe hier schon ziemlich viel, wie ihr seht, ja. Da habe ich auch noch mal ein bisschen was nachgekauft, um ein bisschen niedrigeren Einkaufspreis zu generieren, weil ich da in den letzten 2 Wochen ein bisschen teuer habe nachkaufen müssen, ja, weil da der Preis hochgegangen ist bei den 2 Items. Also hier würde ich mir ein bisschen was holen. Da haben wir heute niedrige Preise. Der Rest ist alles Larifari, ja. Preisverfall hier bei den ganzen Handwerkswaren, die Flask. Ja, ich sag mal so. Ja, das Blöde ist, ich muss so hart, krass strategisch entscheiden, was kaufe ich, weil ich halt so wenig Gold hier an Cash habe, ja. Weil ich sag mal so, das Beste sind einfach die die Verträge. Wenn die jetzt aber nicht sinken heute noch, dann kann ich keinen Vertrag kaufen. Es bringt dann nichts, ja. Und das Zweite, was ich hier dann kaufen würde, wären jetzt hier Flask wieder. Die sind jetzt nämlich ein bisschen im Preis gesunken. Wir können es hier mal in der Preisentwicklung nachschauen. Ja, also hier seht ihr, die sinken jetzt so ganz langsam wieder. Und dann können wir hoffen, dass wir eventuell am Mittwoch einen Preisanstieg haben. Aber wie ihr seht, letzte Woche Mittwoch gab es hier halt keinen Preisanstieg. Dagegen aber am Sonntag, ja, und das Phänomen habe ich ja auch auf der Qualitätsstufe Bronze beobachtet, da war der Preisanstieg noch krasser von den Flask. Also weiß ich echt nicht, ob ich jetzt hier silberne Flask kaufen soll überhaupt, weil auch hier der Preisanstieg ist nicht so berauschend. Ich meine, ja, keine Ahnung, man macht halt vielleicht 20G dann mit einer Flask, aber ob sich das jetzt rentiert, Hätte ich jetzt genügend Gold übrig, hätte ich jetzt zum Beispiel 40K übrig, ja, dann würde ich hier mal pro Flask 3 Stück kaufen, damit ich etwas da habe, weil ich jetzt schon die Möglichkeiten stehen schon gut, die Chancen, dass am Mittwoch oder am Donnerstag die Preise hier ein bisschen raufgehen können. Ja, weil hier sehe ich schon, dass dieser Preisverfall gar nicht da ist und sich hier wieder was tut an den Preisen und man auch wieder günstiger einkaufen und teurer wieder verkaufen kann.
Wenn nicht am Mittwoch, dann am Sonntag. Ja, der Sonntag etabliert sich im Moment zum besseren Verkaufstag. Interessanterweise, auch dazu hatte ich meine Theorie. Ja, aber das Problem ist halt, kaufe ich hier drei raus, bin ich hier schon wieder bei über 1000 €. Dann haben wir hier insgesamt 4000, ich schätze mal 6000, 6k, ja. Und ich habe aber nur 5,3 €. Also da habe ich schon ein Problem. Und für Verträge ist halt dann gar nichts mehr übrig. Jetzt überlege ich echt hart, was ich machen soll. Ich meine, Verträge habe ich zumindest noch welche, ja, weil ich würde gerne noch ein paar nachkaufen. Hier habe ich nur 4 zum Beispiel. Allerdings weiß ich ja nicht, ob die Preise heute überhaupt nochmal sinken. Und das Problem ist auch, ich kann halt nicht ewig rumwarten, weil teilweise am Dienstagabend ja die Preise schon wieder ansteigen. Also dann ist es rum mit den günstigen Flask und dann steigen vielleicht auch die Verträge schon wieder an. Weil manchmal steigt es auch am Dienstagabend schon. Also ihr seht, das ist ein Dilemma. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Man muss aber schon das ganze Gold jetzt rausballern, weil wenn nicht heute, wann dann? Ja, also heute, wenn heute muss man ausgeben, damit man dann die ID über Gewinne machen kann damit. Ja, entweder Mittwoch, Donnerstag oder halt dann am Sonntag, der sich neuerdings als bester Verkaufstag etabliert. Ja, ich muss mich entscheiden, was mache ich, ja? Und es ist halt auch nicht so toll, wenn ich jetzt hier halt irgendwie eine Flask nur kaufe und ich habe trotzdem kein Gold für die Verträge dann übrig. Ja, es ist echt schwierig, schwierig, schwierig. Ich weiß es nicht, ja. Ich brauche noch ein bisschen Bedenkzeit. Das Problem ist aber wirklich, man müsste sich halt schon ein wenig schneller entscheiden. Man muss echt ein bisschen entscheidungsfreudig sein, weil wenn man jetzt hier lang rum überlegt, was mache ich, dann sind die ganzen günstigen Preise weg, bis man lange überlegt hat, ja. Also gut, jetzt schauen wir hier mal durch, was kann ich hier jetzt gerade einstellen. Vantusrune, ja, da habe ich in letzter Zeit ein paar teurere auskaufen müssen und die will ich jetzt nicht verballern. Da warte ich mal, dass die teurer wird. Verträge, hier habe ich schon vorhin was eingestellt, durchtrennte Fäden habe ich gekauft für 1000 Gold, ja, 1 €. Also da kann ich auf jeden Fall was einstellen. Allerdings, ja, auch hier bin ich wieder im Dilemma, weil ich nur 5 noch habe. Warte ich lieber auf morgen, weil da ja eigentlich die Preise raufgehen. Also ihr seht schon, diese silberne Qualitätsstufe, die macht mir gerade am meisten Kopfzerbrechen, weil das hier so wischiwaschi ist, ja. Auf Gold, da weiß ich, da brauche ich nichts kaufen, ist sinnlos gerade. Bleiben lassen. Ja, nur diese Side-Items halt. Und nur das verkaufen, was halt hochgeht im Preis. Das ist ganz klar, was ich da mache. Auch wenn es nervig ist, aber ich weiß, was ich mache. Auf Bronze weiß ich auch, was ich mache. Ja, mit meinem Todesrittergrad, da wusste ich auch, was ich mache. Aber hier bin ich so zwiegespalten, ist so nervig. Also gut, ich sage mal so, Konvent der Tiefen, nee, ist aber auch blöd. Nein, ich lasse jetzt hier die Sachen, ich behalte das jetzt. Weil die Preise voraussichtlich morgen ansteigen werden und dann werde ich morgen verkaufen oder halt am Sonntag. So, aus, Ende. Aus, Ende, und ich werde jetzt hier 2 Flask kaufen von jeder. Jetzt schreibe ich mir das mal auf, dass ich die ein bisschen teurer eingekauft habe. Ja, man muss sich entscheiden. Es bringt nichts, zu lang und hin und her zu überlegen. Das hat überhaupt keinen Sinn, ja. 2 Meisterschaftsflask. Einfach mal, dass ich ein bisschen was habe, wenn doch die Preise jetzt am Mittwoch, Donnerstag oder halt auch von mir aus Sonntag nach oben gehen. Schnelligkeitsflask, ja, die ist schon sehr teuer, muss ich sagen. 477, schauen wir uns mal ganz kurz den Preisverlauf an. Naja, bin ich nicht so begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kaufe ich halt mal nur eine, ja. Hauptsache, ich habe wenigstens nur 1, versteht ihr, dass ich mitmachen kann wenigstens. Und die Vielseitigkeit für 418, das geht ja so einigermaßen, da nehmen wir 2. So, jetzt habe ich zumindest hier von den Flask was, wenn es auch nicht viel ist. Ich habe Verträge auch noch, ja. Ich gehe jetzt mal überhaupt kein Risiko hier ein, sondern ich nehme einfach die kleinen Gewinne mit, falls sie denn kommen mögen. Und ich habe einfach von allem etwas da, auch wenn es nicht viel ist. Gut, jetzt gehen wir auf den letzten Char, der im Moment mein Top-Char ist, der am meisten Gold macht und auch am meisten Spaß macht gerade. Der immer schöne Einnahmen hat, ja, und die anderen so ein bisschen mitversorgen kann. Das ist hier meine Alinena mit den
Items auf Qualitätsstufe Bronze, die hat genau dasselbe wie der Jägergrad, also die Handwerkswaren und die Red Buff Items, die es halt in Qualitätsstufen gibt, nämlich auf Bronze. Okay, also genau das gleiche wie der Jäger, nur alles auf Bronze. Und das läuft im Moment tatsächlich am besten. Und hier gehen wir erst einmal in den Briefkasten schauen, weil hier kann ich wenigstens ein bisschen was rausholen. Okay, also hier haben wir 22.700 Gold. Das ist doch schon mal schön. Ich nehme erst einmal die abgelaufenen Sachen raus. Auch hier Nebengeschäft, Rezepte und Pets. Natürlich andere als beim Jäger. Die haben natürlich nicht die gleichen Rezepte und Pets. Ja, der Jäger hat Horde Pets und Rezepte. Und der hier hat natürlich Allianz Rezepte und Pets. So, die abgebrochenen noch. Also hier breche ich immer wegen was ab an Rezepten und Pads, wenn da halt viel drin ist, ja. Und hier seht ihr, hier ist ordentlich Bewegung im Briefkasten. Hier habe ich einiges gekauft und einiges auch verkauft. Das ist auch ziemlich viel eingekauft. Ja, aber mit dem Char, da macht es ja auch Sinn einzukaufen, weil der wird ja das Zeug auch wieder los wenigstens. Jetzt schreibe ich erstmal die Einnahmen auf, 22.700. 36, ich überschlage mal kurz. Mein Main hat auch noch ein bisschen was in der Garnison gehabt. Das habe ich vorhin schon rausgeholt, ein paar hundert Gold. Da habe ich jetzt ungefähr 30.000 ungefähr, ja. Wobei der Char hier den allergrößten Anteil hat mit 22.000. Und ja, einiges eingekauft, wie ihr seht, da habe ich auch ein paar Flasken nachgekauft, weil hier gehen die nämlich wieder auf Qualitätsstufe Bronze, kann man schon wieder ein bisschen günstig einkaufen und ein bisschen teurer verkaufen. Hier auch in der letzten ID Preisanstieg erst am Sonntag, ja, warum? Theorie von mir bitte anschauen, da erkläre ich jetzt, warum das so sein könnte. Aber vielleicht geht es ja auch morgen und Donnerstag jetzt mal wieder hoch. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall habe ich ein paar günstige gekauft. Auch ein paar Handwerkswaren, um die Preise runterzudrücken. Meine Einkaufspreise. Ja, also das sind die Sachen, die ich hier eingekauft habe. Einfach, um mein Warenlager zu füllen jetzt für die neue ID. Das ist eh immer der Plan. Also so wie das der Char macht, so sollten es echt alle machen. Aber die anderen drei Chars, die können es halt gerade nicht machen, ja, weil ja die Preise halt so sind, wie sie sind. Und verkauft haben sich Mantus-Runen, das Zeug geht hier immer noch wie die Hölle, und Verträge hauptsächlich, ja. Also das ist hier echt das Allerbeste und halt auch noch ein bisschen anderes Zeug. Wir nehmen das raus und hier habe ich auch schon wieder knapp 50k, obwohl ich gestern 20k abgegeben habe, ja, an meinen Main, an meinen Haupttrader, der Dunkelmond Feuerwasser einkaufen muss und an sonst an keinen, glaube ich, oder? Ich weiß gerade nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung echt. Auf jeden Fall habe ich 20k abgegeben und der macht hier wirklich gut Gold, wie ihr seht, auf Qualitätsstufe Bronze. Ja, also das läuft im Moment am besten. Ihr habt jetzt gesehen, dass die ganzen anderen Chars alle nichts Gescheites hatten im Briefkasten. So, dann schauen wir jetzt hier mal durch. Also hier weiß ich schon mal auf jeden Fall, dass hier die Verträge und die Vantus-Rune laufen. Vantus-Runen verkaufe ich ohne Ende täglich. Hier seht ihr auch schon wieder Verträge verkauft, hatte ich vorhin schon eingestellt. Ja, also das geht hier immer super gut. Hier habe ich halt auch einfach diese Runen sehr, sehr billig eingekauft für 86 Gold im Schnitt. Das heißt, ich kann auch immer verkaufen, egal welchen Preis die hat. Die schwankt ja hier auch immer so ein bisschen. Könnt ihr auch in der Preisentwicklung hier sehen, ja. Aber ich kann halt immer verkaufen eigentlich, weil ich hatte 600 Stück gekauft für 86 Gold das Stück. Jetzt so langsam darf mal wieder Nachschub kommen zum Einkaufen. Dann die ganzen Verträge, ja, hier habe ich leider nichts mehr übrig, schauen wir mal, die ich noch da habe, hier Verträge, Arati-Vertrag 2,9, da habe ich eingekauft für 1,4 und zwar hier auch über 70 Stück eingekauft, das heißt, ich kann auch jetzt schon verkaufen, ich muss nicht auf morgen warten, ja, dann habe ich hier Konvent der Tiefen, ist auf 1,5, Preisentwicklung, könnt ihr schauen, wie schön der teilweise ansteigt. Mir aber auch ziemlich wurscht, welchen Preis es hat, weil ich habe es eingekauft für 255 Gold. Also auch hier kann ich fast immer einstellen, habe 100 Stück fast gekauft. Jetzt die anderen Verträge, da haben wir jetzt noch
Die 2, da habe ich nämlich nichts mehr, ja. Durchtrennte Fäden auf 1,9. Ja, zu dem Preis würde ich jetzt verkaufen. Eingekauft habe ich für 377 im Schnitt. Da müsste ich jetzt warten, bis wieder was zum Einkaufen kommt. Kann natürlich sein, es kommt auch nichts mehr und der Preis bleibt so und der geht morgen nochmal ums Doppelte rauf. Ja, dann habe ich Pech. Aber das Risiko gehe ich jetzt nicht ein. Ich kaufe jetzt nichts für 1,9K, bloß weil es sein könnte, dass es morgen vielleicht das Doppelte ist, aber vielleicht halt auch nicht, ja. Also das Risiko gehe ich gerade nicht ein mit dem wenigen Cash, das ich zur Verfügung habe. Das gleiche haben wir hier beim Donegal-Vertrag. Auch den habe ich zu, naja, den habe ich noch teurer verkauft, zwischen 3,5 und 4K, ja, verkauft, eingekauft für 1,3. Also auch hier warte ich schon, dass ich nachkaufen kann. Es kommt aber nichts, weil der Preis am Sonntag schon hochgegangen ist. Ja, ich habe es halt verpasst. Ich dachte nicht, dass am Samstag das der Tiefstpreis ist, sondern ich dachte natürlich, dass am Montag und Dienstag die Preise nochmal sinken. Und ich habe abgewartet, dass es noch billiger wird. Ja, das war die Gier wieder. Ja, die Gier. Noch billiger, noch billiger. Und ja, da habe ich jetzt Pech, weil unerwarteterweise gingen halt die Preise am Sonntag rauf und jetzt habe ich halt nichts. Aber da kann ich jetzt nichts machen, also ich gehe auch hier kein Risiko ein. Ich könnte jetzt natürlich das kaufen für 2,4, weil ich denke, dass es morgen das Doppelte wert sein wird, weil ja die Preise immer steigen am Mittwoch. Aber könnte auch sein, die steigen eben nicht morgen, weil sie ja jetzt am Sonntag schon gestiegen sind. Und dann habe ich halt was viel zu Teures gekauft. Ja, hätte ich jetzt massig Gold zur Verfügung, so wie am Anfang 1,6 Millionen an Kapital, was ich investieren kann, dann würde ich wahrscheinlich eins rauskaufen, dann wäre es mir egal. Aber jetzt mit so wenig Cash mache ich das nicht, da gehe ich kein Risiko ein. Ja, genau, also da hätte ich jetzt dann halt Pech, okay? Naja, und die anderen Sachen sind halt hier auch so Preisverfall, wobei hier bei dem Mana-Trank sind wir schon wieder auf Normalpreis. Beim Bismut nähern wir uns an. Der Normalpreis ist hier 25 Gold. Eisenklauenerz ist noch ein bisschen niedrig. Fassbier, das schwankt immer hin und her. Guter Einkaufspreis ist so ab 9 abwärts, ja. Machen wir mal erst die anderen Sachen. Schlummerseelenserum hat auch Einkaufspreis heute. Ja, ich habe für 8,7 gekauft. Es sind auch immer mal ein paar günstigere drin. Und es steigt auch immer mal wieder an, dass man mal immer ein bisschen verkaufen kann. Aber ihr seht, ich habe sehr viele. Ja, also die verkaufen sich nicht ganz so gut. Die gehen nicht so oft schön im Preis rauf. Und wenn sie oben sind, dann muss man Gas geben und es ausnutzen. Ja, hier der Rest, hier das Zeug da, Handwerkswaren sind alle billig, okay. Alles billig, da kann man auch nichts machen gerade. Also die Handwerkswaren losen auch auf Bronze noch ab. Der gemäßigte Trank, ja, der ist halt auch so 69, könnte man fast schon wieder einkaufen, gell? Aber so toll ist halt der Preis jetzt auch nicht. Mein Durchschnittspreis ist 55 Gold, aber das kann man eigentlich fast nicht mehr hernehmen als Durchschnittspreis, weil. Ja, ich habe den halt schon sehr günstig eingekauft und ist auch schon eine Weile her, ja. Also hier habe ich noch mal ein paar ergattert für 50. Heute ist so wischiwaschi irgendwie 80 Durchschnittsverkaufspreis. Ah, kann man nichts machen, finde ich. Kann man nichts machen. Naja, und dann haben wir halt die Flask, ja. Und da habe ich gestern schon ein paar eingekauft. Also hier diese Meisterschaftsflask, die ist letzten Sonntag eben enorm hochgestiegen, nicht am Mittwoch. Und es ist auch gar nicht im Preisverlauf drin, weil das nur eine kurze Zeit war. Meisterschaft ist da. Ja, also könnt ihr gar nicht mal in der Preisentwicklung sehen. Am Sonntag ist die hochgeschossen auf 600 und auf 800. Da habe ich auch ein paar verkauft. Sonntagabend, aber es ist nicht in der Preisentwicklung drin, weil das nur kurz war. Aber es passiert. Es passiert. Also deswegen, hier würde ich mir auch ein paar holen. Ich würde es auch hier nicht übertreiben, weil wir können trotzdem nicht sicher sagen, dass die Preise hochgehen. Ich habe jetzt schon hier ein paar. Vielleicht ein paar würde ich mir noch holen, aber nicht mehr so arg viele. 374 ist halt schon sehr günstig. Ja, gut. Da nehme ich jetzt mal noch 5 Stück. Hier auf Bronze ist ja das Zeug auch nicht so teuer, ja. Aggression ist halt auch recht günstig auf 400. Da nehmen wir halt auch mal 5 Stück.
Und die Schnelligkeit ist auf 433. Ja, die ist halt schon auch günstig. Ist schon auch günstig, ja. Also hier kann man sich mal, wenn Flask, dann hier auf den Bronzenen. Ne, also auf Gold braucht ihr überhaupt keine Flask kaufen, im Moment noch nicht. Erst wenn dieser Preisverfall ein Ende hat. Auf Silber habt ihr gerade selber gemerkt, als ich auf meinem Jäger war, da bin ich zwiegespalten. Ja, da habe ich ziemlich lange rumüberlegt, soll ich kaufen oder nicht. Da habe ich jetzt halt mal zwei gekauft, dass ich überhaupt irgendwas da habe, ja. Und hier auf Bronze, da kaufe ich ein bisschen mehr, weil da kann ich eher davon ausgehen, dass ich was verkaufe auch. Also im Moment habe ich hier eingestellt, wie immer, die Vantus-Rune und die zwei Verträge, von denen ich noch habe. Und das war's auch hier. Heute ist trotzdem halt mehr so ein Einkaufstag. Wenn eventuell können heute Abend schon die Preise ansteigen. Das kann sein, dass wir heute Abend schon was verkaufen können. Ansonsten dann morgen. Mit Glück, ja, steigen endlich mal wieder ganz regulär an Welttagen die Preise an, so wie wir das kennen. Ich hoffe es jedenfalls. Naja, wir werden es sehen morgen. Und genau, ich werde heute hier im Auktionshaus noch ein bisschen rumhängen und gucken, dass ich noch ein paar Schnäppchen mir raushol, weil ich habe ja noch Cash übrig zum Investieren. Also, oh, Vantus-Rune verkauft, schön. Also die verkaufen sich hier auf Börse auch egal zu welcher Tageszeit. Ja, normal haben wir immer so erst Nachmittag, Abend, dass die Sachen rausgehen und in der Früh, Vormittag eher wenig gekauft wird. Aber hier auf Börse ist scheinbar wurscht, da wird immer gekauft. Ja, also ich werde schon zusehen, dass ich hier mein Gold noch gar ausgebe, ja, weil es bringt nichts, das zu behalten, weil wir trotzdem immer schauen müssen, bis Dienstag alles Gold ausgeben und dann ab Mittwoch das Gold in der ID wieder reinholen und natürlich vermehren, ja. Also es bringt jetzt nichts, das zu behalten, weil morgen und so werden nichts einkaufen können, voraussichtlich. Sind die Preise am Mittwoch und am Donnerstag nicht billig, ja? Außer bei den Items, wo wir Preisverfall haben, da braucht man aber auch nichts kaufen, weil es wird ja immer noch billiger, versteht ihr? Also könnt ihr mir noch folgen, okay? Wenn ihr Fragen habt, ja, wenn ihr mir nicht folgen könnt, wenn ich irgendwie zu schnell alles sag und irgendwelche Verknüpfungen, Gedankenverknüpfungen auslasse, ja, die so in meinem Kopf irgendwie logisch sind, aber für jemanden, der mir zuhört, nicht logisch ist oder irgendwas fehlt. Bei den Gedankengängen, was es für euch nachvollziehbar macht, dann schreibt ihr bitte einfach in die Kommentare rein, dann kann ich das nochmal ausführlicher erklären. Sonst halt, wie gesagt, schaut es euch nochmal die letzten paar Videos an, da habe ich das ja immer wieder gesagt, ja, auch ganz ausführlich alles erklärt. Also wirklich schaut die Videos. Ich habe in meinen Videos, egal ob es jetzt hier diese normalen sind auf YouTube oder die von den Livestreams auf Twitch, habe ich in jedem Video, erkläre ich eigentlich immer, wie das hier alles funktioniert mit dem An- und Verkauf und mit den ganzen Items auch, die ich halt so habe, auch mit meinem Nebengeschäft wie Pets, Rezepte und auch der Garnison. Dann guckt euch doch da einfach durch, ja, schaut einfach die Videos, lasst es nebenher laufen, hört einfach zu und dann könnt ihr euch ein paar Tipps irgendwie vielleicht auch irgendwie mitnehmen. Und wenn ihr wirklich speziell Fragen habt, ja, und ihr das auch nicht findet in den Videos, die Antwort auf eure Fragen, weil es irgendwie nicht explizit irgendwie dabei steht oder so, dann schreibt einfach in die Kommentare rein. Ich versuche jetzt alles zu beantworten und ja, damit wir alle schön Gold machen. Genau. So, dann wünsche ich euch jetzt einen schönen letzten ID-Tag. Ja, viel Glück, viel Erfolg beim Einkaufen und drücken wir uns alle gegenseitig die Daumen, dass endlich die Preise wieder steigen und wir schöne Summen reinbekommen. Ja, das macht so Spaß. Eine halbe Million an einem Tag Einnahmen. Das vermisse ich. Ja, das war in Dragonflight so, das kann jetzt mal wieder kommen, finde ich. Das war so toll. Ganzen Tag Katsching, Katsching, Katsching. Okay, dann sehen wir uns morgen früh wieder. Bis morgen dann. Tschüss.